Häkelmäuse, ich bin's wieder, eure Alex, und ich habe heute ein neues Muster für euch. Das ist das hier, was ihr hier seht. Das ist gehäkelt mit abgeketteten halben Stäbchen. Klingt erstmal komisch, aber mit ein bisschen Übung geht einem das ganz gut von der Hand. Und vor allen Dingen ist das Ergebnis super schön. Das hat so ein bisschen perlige Struktur. Wir haben hier diese Schlingen. Es ergibt zusätzlich so kleine Knötchen. Das sieht also wirklich toll aus. Das ist ein relativ dichtes Muster. Dreidimensional, es entstehen so Rippen auch. Und das sieht von beiden Seiten gleich aus. Ja, und wie dieses Muster funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst für dieses Muster keine bestimmte Maschenanzahl beachten. Ihr könnt einfach euch darauf konzentrieren, wie breit ihr für euer gewünschtes Projekt euer Läppchen haben wollt. Und weil jede Masche eben auch für sich steht, braucht ihr da keine bestimmte Teilbarkeit beachten. Und auch keine Vorbereitungsreihe. Wir starten direkt mit dem Muster. Also wenn ihr eure Breite habt, egal wie viel, fügt ihr noch eine Masche als Wendeluftmasche hinzu. Und in die zweite Masche vom Haken, diese hier, da arbeiten wir jetzt hinein. Und zwar im Prinzip sind es halbe Stäbchen. Ich mache mir einen Umschlag, steche in die Masche ein und hole mir den Faden, und ich habe jetzt drei Schlaufen auf dem Haken. Für ein halbes Stäbchen würde ich mir jetzt hier den Faden holen und abmaschen. Wir maschen aber hier mit der letzten Schlaufe durch die beiden anderen ab, also wie bei einer Kettmasche, und ziehen das hier durch. Ich sage gleich, versucht locker zu arbeiten, vor allen Dingen diese letzte Schlaufe, damit ihr keine Schwierigkeiten beim Abketten der halben Stäbchen habt. Also nochmal Umschlag, einstechen, Faden holen. Dann kann man den sich noch ein bisschen höher ziehen, und es hilft am Anfang, wenn man sich hier unten die Masche so ein bisschen sichert. Und jetzt mit der letzten Schlaufe durch die beiden anderen durchziehen. Umschlag, nächste Masche, halbe Stäbchen anfangen, sichern und mit der letzten Schlaufe durch die beiden anderen durchziehen. Und dann seht ihr, passiert mir auch gerne mal, dass man da nicht alle Fäden erwischt. Darum mache ich diese Masche nochmal. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, ne? Das liegt daran, wenn es wirklich zu fest ist, dann passiert das schnell. Also sichern und mit der letzten Schlaufe, diese hier, durch die beiden anderen durchziehen. Umschlag. Faden holen, ein bisschen lockerer machen, sichern und dritte Schlaufe durch die beiden anderen. Das ist im Prinzip wirklich alles. Das ist eine andere Handbewegung, als wir das sonst so kennen, ne? Von den halben Stäbchen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich eingewöhnt hatte, aber ich finde das Ergebnis so, so schön, dass ich einfach ein bisschen geübt habe, und so nach drei Reihen hat es dann gut geklappt. Also hier empfehlenswert, wirklich locker zu häkeln. Ihr seht schon, es zieht sich trotzdem ein bisschen hoch, ne? Und wenn euch das sehr schwer fällt, nehmt einfach einen etwas größeren Haken. So. Bis zum Reihenende zeige ich euch das nochmal. Also wie ein halbes Stäbchen anfangen, die letzte Schlaufe etwas lockerer ziehen, unten sichern und durch die beiden anderen ziehen.
Und die letzte. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann finde ich, ergibt das so einen schönen sauberen Rand, also so ist die eine Seite, so die andere, dass ich mir das sehr, sehr gut als Abschlusskante für ein Projekt, also eine Decke oder für ein Tuch oder wenn ihr ein Kleidungsstück gemacht habt und wollt nochmal eine abschließende, dezente, aber schmückende Kante dran bauen, sieht das hier super gut aus. Zum Wenden braucht ihr auch wieder nur eine Wendeluftmasche. Dreht die Arbeit um. Und wie das beim halben Stäbchen so ist, habt ihr nicht nur diese beiden Maschenglieder hier, sondern eben auch noch das dritte. Und ich nehme das hintere und das dritte Maschenglied und steche dadurch, damit mir hier dieser Steg entsteht, ne? So, und wieder. Locker ziehen, fixieren und die dritte Schlaufe durch die beiden anderen ziehen. Pro Masche eine Masche. Und ich glaube, es empfiehlt sich wirklich erstmal so ein kleines Probestück zu machen, damit man eben ein Gefühl dafür bekommt, was diesen anderen Ablauf in den Handbewegungen angeht und wie locker ihr wirklich sein müsst. Also die abgeketteten halben Stäbchen. Berechtigterweise werde ich auch immer wieder gefragt, welches Muster würdest du denn für welches Projekt nehmen oder andersrum? Dieses Muster, für was würdest du aus diesem Muster machen? Die Frage würde ich gerne an euch zurückgeben. Was könnt ihr euch vorstellen aus diesem Muster mit den abgeketteten halben Stäbchen? Also ich kann mir viel vorstellen. Das ist so ein Allrounder, das ist schlicht und schön und ich finde es wirklich sehr, sehr schick. Das geht mit jeder Wollstärke. Und egal ob bunt oder unifarben, man kann damit vielleicht auch einfach nur ein Bündchen zaubern. Ne? Ich kann mir das zum Beispiel ganz toll für Stulpen, also für die Hände oder eben auch für Beinstulpen total gut vorstellen. Ich könnte es mir auch für ein Kleidungsstück vorstellen. Aber ich glaube, das ist echt zeitaufwendiger als klassische halbe Stäbchen. Das würde dann schon sehr, sehr lange dauern. Aber wenn ihr den Ehrgeiz dafür habt, kann ich mir das irre gut vorstellen für eine Jacke oder für einen Pullover. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wofür ihr dieses Muster verwenden würdet. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude. Hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Muster, macht was Schönes draus. Lasst mir gerne einen Kommentar da und lasst mir sehr, sehr gerne auch einen Daumen da. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, eure Alex.